Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Zwickau. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem VW Lupo die Muldestraße in Richtung Wilkau-Haslau. Kurz nach einem Baustoffhandel fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus. Dabei kollidierte er frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen VW Polo eines 19-Jährigen. Beide Fahrer sowie ein 21-jähriger Insasse des Polos wurden verletzt. Der Gesamtschaden wurde mit 10.000 Euro protokolliert. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.